Liebe Modulteilnehmerinnen, liebe Modulteilnehmer, herzlich willkommen im Kurs Medienkompetenz im Sommersemester 2020. Ich sitze ja ganz alleine im großen Hörsaal in der Geografie, in dem Raum, wo wir uns eigentlich jeden Donnerstag zur Vorlesung getroffen hätten. Die Corona-Pandemie und ihre Gebote zur Kontaktreduzierung machen auch vor dem Studium nicht Halt. Und deshalb werden wir dieses Semester sehr stark auf distanzbasierte Lehre setzen, sehr stark auf digitale Lehre setzen. Das passt zum Modul Medienkompetenz, das passt zur Auseinandersetzung mit digitalen Medien, denn zu dieser wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den digitalen Medien gehört auch eine Professionalisierung im Umgang mit ihnen. Und auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass wir sie ausschließlich in Übungssettings auf solche Probleme stoßen könnten, dass wir ihnen auch mal zur Hand gehen könnten bei diesen Problemen, im wahrsten Sinne des Wortes einmal auf ihre Tastatur tippen könnten, ihnen mal zeigen könnten mit einer Hand auf dem Bildschirm, wo sie mit der Maus hinfahren können, so glaube ich doch, dass wir es auch so schaffen werden, dass wir mit Videoanleitungen, mit anderen digitalen Materialien, mit Webkonferenzen über das Semester im Kontakt und im Lehr- und Lernaustausch bleiben können und dass am Ende des Semesters dieses Modul für Sie ein erfolgreiches Modul ist. Ein Medium, das wir sehr stark nutzen werden, ist diese Webseite hinter mir. Auf dieser Webseite finden Sie Lernmaterialien, auf dieser Webseite finden Sie die Übungsaufgaben und auf dieser Webseite werden wir auch Informationen aus den Tutorien zur Verfügung stellen. Und diese Webseite schauen wir uns zusammen jetzt mal an. Unsere Kurswebseite haben wir in Ilias verlinkt. Auf der Kurswebseite finden Sie alle relevanten Lernmaterialien und allgemeine Informationen zum Kurs. Auf der Startseite finden Sie zum Beispiel die übergeordneten Lernziele, die Kursmerkmale, erste Informationen zur Studien- und Prüfungsleistung und einen Ablaufplan. Zu den einzelnen Kurseinheiten kommen Sie über diesen Link. Für jede der 6 Kurseinheiten finden Sie hier weitere Links, die Sie auf weitere Bereiche dieser Webseite bringen. Ganz oben haben wir unter HowToMeKo Informationen zusammengestellt, die insbesondere für dieses Sommersemester 2020 gelten, bei denen wir sehr stark auf reine digitale Lehre, auf Lernen auf Distanz setzen. Dazu finden Sie hier eine eigene Seite. Außerdem finden Sie hier noch einmal detaillierte Informationen zur Studienleistung, zu den Schwierigkeitsniveaus der Aufgaben und wie wir diese bewerten. Außerdem finden Sie hier formale Anforderungen zur Abgabe der Aufgaben. Hier möchte ich Sie bitten, insbesondere die Dateinamenskonvention genau zu beachten und die Nummerierung und Benennung der Aufgaben innerhalb der Abgabedatei ernst zu nehmen. Bitte achten Sie auch darauf, dass wir Sie darum bitten, für jede Teilaufgabe eine bestimmte Anzahl von Seiten in diesem abzugebenden PDF-Dokument zu reservieren, auch wenn diese Seiten gegebenenfalls leer sind. Ich möchte Ihnen noch mal kurz etwas zum Ablaufplan schildern. Um Ihnen den Kursablauf näher zu erläutern, stellen wir uns jetzt mal vor, dass wir nicht in der ersten Semesterwoche sind, denn da haben Sie noch keine Aufgaben, sondern wir sind jetzt mitten im Semester. Es ist Donnerstag und Sie haben am Mittwochabend oder in der Nacht auf Donnerstag eine Aufgabe über Ilias abgegeben. Wir treffen uns dann um 7:45 in unserer Vorlesungswebkonferenz zur Einführung in ein neues Thema. Am Ende dieser Einführung erhalten Sie neue Aufgaben, für die Sie insgesamt 14 Tage Zeit bis zur Abgabe haben. Die Abgabe, das sehen Sie schon an dieser Zeit hier, erfolgt immer Donnerstagmorgens bis 4 Uhr. Wir haben diese Randzeiten gewählt und nicht gesagt Mittwoch um Mitternacht oder Mittwoch um 1 Uhr, um ein bisschen die Last aus dem Internet zu nehmen und Ihnen eine Abgabe sicher zu ermöglichen. Es spricht aber überhaupt nichts dagegen, wenn Sie diese Aufgabe einfach Mittwochabend um 6 hochladen. In den ersten Tagen nach dem Stellen der Aufgabe können Sie Fragen zu dieser Aufgabe in das Forum auf Ilias stellen. Wir werden dann Montag 6 Uhr, 6:30 in dieses Forum hineinschauen, Ihre Fragen sammeln und Materialien zusammenstellen, mit denen wir Ihre Fragen beantworten können. Diese Materialien stellen wir auf die Webseite und auf diese Materialien gehen wir dann auch mittwochs in unseren Tutorien ein. Auch da bieten wir 2 Termine an. Die Termine finden Sie auf der Webseite. Wiederum einen
frühmorgens und einen spätabends, um möglichst eine geringe Netzbelastung zu haben, sodass unsere Webkonferenz auch klappt. Am Donnerstag, in der Mitte der Bearbeitungszeit, also eine Woche nach Aufgabenstellung, findet wieder eine Vorlesung statt. Hier geht es aber nicht um ein neues Thema, sondern hier nutzen wir die Zeit in unserer Webkonferenz, um die Abgabe von letzter Woche nachzubesprechen. Parallel dazu können Sie noch die ganze Woche Fragen zu der laufenden Aufgabe ins Forum stellen und wir werden Ihnen diese auch beantworten, gegebenenfalls auch so etwas wie ein FAQ auf die Webseite zu dieser Aufgabe stellen. Und dann sind die 14 Tage schon um, Sie geben ab. Und der Zyklus beginnt wieder von neuem mit einer Vorlesung, einer neuen Einführung ins Thema und einer neuen Aufgabenstellung. Die Aufgabe, die Sie hier abgegeben haben, besprechen wir dann eine Woche später zur Vorlesungswebkonferenzzeit. So viel mal zu dieser Webseite. Neben dieser Webseite gibt es auch in ILIAS noch eine Kursumgebung für unser Modul. Hier finden Sie Informationen zu den Kurszeiten, hier finden Sie Details zu den Webkonferenzräumen, hier finden Sie Foren, in denen Sie Fragen stellen können und hier können Sie auch Ihre Übungsaufgaben abgeben. Und diese Kursumgebung, die schauen wir uns auch zusammen jetzt einmal an. Unsere ILIAS-Lernumgebung haben wir nach Sitzungen eingeteilt. Jede Sitzung geht jeweils über mehrere Tage und Sie finden jeweils den Starttag und den Endtag. Zu Beginn unseres Kurses beschäftigen wir uns erstmal nur mit organisatorischen und technischen Sachen. Dazu haben wir Ihnen hier auch ein Forum eingerichtet und in diesem Forum können Sie unter dem Button Neues Thema Ihre Fragen einreichen. Ab dem 30. April beginnen wir dann mit Inhalten. Die Sitzungen sind ab dann immer so aufgebaut, dass es einen Link zu unserer Lerneinheit, also zu dieser Webseite gibt, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Es gibt ein Forum zum Sammeln von Fragen zu den Aufgaben, die wir gestellt haben. Und es gibt ein Abgabemodul, in dem Sie oder über das Sie am Ende der Bearbeitungszeit Ihre Übungsaufgabe als PDF abgeben. Weiter unten finden Sie noch ein Terminplanungsmodul für Lerngruppen. Hier können Sie sich in eine dieser 10 Gruppen einbuchen. Für jede Gruppe sind jeweils 4 Plätze frei, damit Sie sich sozusagen in kleinen Lernteams das Semester über organisieren können. Details zu diesen Lerngruppen finden Sie auch auf unserer anderen Webseite. Ich kann mich noch gut an meine Zeit im Studium erinnern, als ich quasi immer auf dieser Seite der Bank saß und nicht selbst vorne die Vorlesung gehalten habe. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, wie das war, wenn man kurz vor der Abgabe stand und irgendeine Technik nicht funktioniert hat. Ich erzähle Ihnen das, weil jetzt schon klar ist, dass wir alle technische Probleme früher oder später haben werden in diesem digitalen Semester, das vor uns liegt. Das kann von der Erreichbarkeit unserer Webseite anfangen, und das endet noch lange nicht bei einem Mikrofon, das in der Webkonferenz nicht funktioniert. Lassen Sie es uns wie Geografinnen und Geografen auf einer Entdeckungsreise angehen. Erkunden wir diese digitale Welt, schauen wir, was uns dort erwartet. Lassen Sie uns die Probleme, wenn sie dann auftauchen, lösen. Lassen Sie uns Umwege finden, um diese Probleme zu umgehen. Wir werden mit Ihnen das Semester über in Kontakt bleiben können. Wir werden Ihnen Lernmaterialien zur Verfügung stellen können und Sie auf dem Laufenden halten können. Dieses Semester ist mit Sicherheit eins, wie es vorher noch keines gab. Dieses Semester wird eine ganz neue und für viele auch ungewohnte Form des Lernens darstellen. Aber machen wir was draus. Gehen wir es einfach an, wenn nicht in Modul Medienkompetenz, in welchem Modul dann. Ich hoffe, dass ich mit diesem kurzen Video Ihnen schon mal einen Überblick geben konnte über das Modul Medienkompetenz, über das, was in diesem digitalen Semester auf Sie zukommt. Ich hoffe auch, dass ich Ihnen etwas die Angst vor gegebenenfalls auftretenden oder mit Sicherheit auftretenden technischen Schwierigkeiten nehmen konnte. Und ich freue mich darauf, wenn wir am Donnerstag unsere erste Webkonferenz ausprobieren, Sie auch persönlich zu sprechen. Und denken Sie daran, wenn das mit der Webkonferenz nicht funktioniert, dann schicke ich Ihnen halt wieder so eine Videobotschaft.
Bis dahin schon mal einen guten Start in das neue Semester und bis bald.